Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenanfang. Ich hoffe, es geht euch gut und selbst wenn es euch nicht so richtig gut geht, ich bin selbst ein bisschen am Kränkeln. Hier ist einfach nur das richtige Mindset wichtig und dann geht ihr auch steil nach vorne. Heute habe ich mir gedacht, ich stelle euch mal den stärksten Champion in League of Legends vor. Ja, das ist ja immer so die Frage, was ist die stärkste Rolle, was ist der stärkste Champion? Und hier ist so ein bisschen die Frage, ja, es gibt zwei, drei Sachen zu sagen. Denn man muss sagen, es gibt keine Statistik, die sagt, hey, das sind die Top 10 der stärksten Champions, ja. Stärke ist sowieso sehr, sehr relativ. Selbst ein Supporter, der null Damage macht, aber übel kassieren kann, also zum Beispiel Soraka, kann sehr, sehr stark sein. Auch ein Champion, der über sehr viel CC verfügt, zum Beispiel ein Nautilus, aber ebenfalls wenig Damage macht, kann sehr, sehr stark sein. Das heißt, hier werden viele, viele Faktoren reingehen, wie zum Beispiel CC, also Crowd Control, Early Game, Late Game, Mobility etc. Und das alles kombiniert wird diesen Champion zu dem meiner Meinung, ja, subjektiv stärksten Champion in League of Legends. Wichtiger Punkt, den ich ebenfalls hier hinzuaddieren muss, ist, dass es aktuell ist. Ja, das heißt, in der aktuellen Meta, so wie das Game jetzt gerade aussieht, mit Buffs und Nerfs und Items etc., ist er der stärkste Champion. Meiner Meinung nach, ganz, ganz wichtig. Das heißt, in einem halben Jahr oder in einem Jahr kann das nochmal ganz anders aussehen. Man könnte sowas natürlich mal ein bisschen spekulieren und drüber nachdenken, welcher Champion denn overall, unabhängig von Buffs und Nerfs, der stärkste ist. Naja, aber das könnte mal Azir sein und nach einem Jahr sieht er wieder komplett anders aus. Ich würde sagen, na, wir lassen uns nicht lumpen und fangen auch direkt an. Der Champion, um den es sich hier heute handelt, ist ein Champion, den ich persönlich schon sehr, sehr lange im Solo-Queue immer wieder als First Bun banne. Denn gegen diesen Champion im Late-Game, sagen wir mal so ein 30-Minuten-Game geht vielleicht noch, ab 40 Minuten ist so, und ab 50 Minuten kannst du es wahrscheinlich komplett vergessen zu gewinnen. Also er ist extrem erdrückend und die Gewinnchancen sind unendlich gering. Denn dieser Champion hat so viele Möglichkeiten und denkt euch jetzt, ja Tobi, sag es endlich. Okay, es ist Jax. Jetzt werden sich erstmal einige Leute von euch denken, wait, what? Andere Leute werden sich denken, ein Champion, der so wenig blaue Essenz kostet, der kann gar nicht so stark sein. Und andere Leute werden sich denken, der hat ja nicht mal einen richtig geilen Skin. Aber dennoch ist dieser Champion meiner Meinung nach der aktuell Most Broken GG komplett rasiert Champion und das werde ich euch jetzt beweisen. Und wie wir damals in der Schule gelernt haben, meine Freunde, wenn man eine Argumentation durchführen möchte und den Gegenüber überzeugen möchte, dann kann man hierzu eine Pro- und Contra-Gegenüberstellung anstellen und genau das werden wir jetzt tun. Da sagt noch einmal, Schule ist useless. Schule ist useless. Ja, auf jeden Fall haben wir nämlich jetzt die Schwachpunkte von Jax. Damit fangen wir an. Ja, denn dieser Champion ist nicht makellos. Er hat seine Schwachstellen und die werden wir jetzt mal anschauen. Und die erste große Schwachstelle, die ich finde, ist, dass Jax kein Sustain hat. Was meine ich mit Sustain? Er ist ein Champion auf der Toplane, der sich nicht heilen kann und der sich auch nicht shielden kann. Er hat keine wirklich guten Möglichkeiten dazu. Das heißt, andere Champions wie zum Beispiel Riven kann sich shielden, Trynemer kann sich heilen, Aatrox kann sich heilen, Irelia kann sich heilen, Fiora kann sich heilen. Das heißt, so gut wie jeder Champion auf der Toplane wird dich irgendwie so ein bisschen outsustain, weil die sich immer und immer wieder hochheilen können oder Damage shielden können etc. Und davon hat Jax leider nichts zur Verfügung. Klar kann man hier so ein bisschen Abhilfe schaffen, indem du eine Flask kaufst und den vielleicht sogar Lifesteal kaufst etc. Ein Doran Shield und ein bisschen defensiv spielst, aber das ist eine seiner Schwachstellen. Die zweite Schwachstelle von Jax ist, dass er keinen Wave clear hat. Ja, das heißt, er hat extrem viele Probleme, eine Wave zu vernichten. Er hat keinen AOE-Spell, er hat keinen guten Spell, der AOE macht und er hat keinen AOE-Spell. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die du hier hast, ist, ein Tiamat zu kaufen. Ich meine, das ist ja schon mal cool, dass du Möglichkeiten hast, diese Schwachstellen auszubessern, was die Schwachstellen gar nicht mehr so schwach oder stark macht. Und der dritte und letzte Schwachpunkt, eigentlich eine Kombination aus den ersten beiden Punkten, kann man gar nicht sagen, ob das wirklich ein eigener Punkt ist, sein schwaches Early Game. Ja, das natürlich daraus resultiert, dass er kein Wave Clear hat und dass er kein Sustain hat und vielleicht, dass er so ein bisschen Items benötigt, beziehungsweise ein bisschen Scale, ein paar Levels braucht. Das heißt, wenn du mal gegen einen Gegner spielst mit Gehirn, was schon mal nicht so oft auftaucht, ja, das heißt zum Beispiel einen Renekton, kann es schon extrem eklig werden, denn die Möglichkeiten der Jax im Early Game sind nicht die allerkrassesten, aber ab Level 6, und das ist eigentlich immer noch Early Game, geht es steil nach oben. Aber auch diesen letzten Schwachpunkt kann man einfach wieder auscountern und dadurch wird Jax einfach GG. Denn, ja, du hast Probleme in einigen Matchups auf der Toplane, aber dann geh einfach jungeln. Und das ist direkt ein positiver Punkt von Jax. Ja, du kannst ihn auch im Jungle spielen. Du hast schon mal zwei Lanes. Das heißt, du hast die Möglichkeit im Jungle. Ja, da ist nicht so das Krasse, wo du die ganze Zeit gegen den Gegner tradest. Du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten. Auch hier gibt es eklige Matchups, keine Frage. Aber hier hast du deutlich mehr Freiraum.
Um das Ganze jetzt erstmal ein bisschen faktisch zu untermauern, werden wir uns jetzt erstmal Statistiken anschauen. Und zwar erstmal von Silberspielen. Klar, Silber, aber ne, wir müssen ja auch irgendwo anfangen. Ich kann euch ja nicht immer Diamond zeigen. Das ist ja realitätsfern, wenn die Hälfte oder mehr alle meiner Viewer Silber sind. Das heißt hier zunächst die Silberstatistik. Und wir sehen einfach, Jax hat durchgehend alle letzten Patches lang fast 54% Winrate, was komplett gigabroken ist, also wirklich gigabroken. Und das bei einer Playrate von 7%, was ebenfalls in dieser Kombination komplett krank ist. Und wenn wir uns sein Late-Game-Scaling anschauen, das ist im Early gut, das ist im Mid gut und im Late-Game rastet das komplett aus. Ja, jetzt denkt ihr euch, ja, Tobi Silber, jetzt hau mal hier ein bisschen was. Okay, Platin kommt direkt hinterher. Platin ist im Prinzip 1:1 dieselbe Story. Playrate, okay, nur bei 5%, was immer noch sehr, sehr viel ist, gerade für einen Top-Laner. Und Winrate immer noch in einem Giga-Broken-Bereich bei 53% über mehrere Patches hinweg. Scaling ins Late-Game immer noch komplett GG. Und wenn wir uns jetzt Platin Plus anschauen, also auch Diamant, und da geht wahrscheinlich auch Challenger und das Ganze mit rein, ist immer noch, ist nicht mehr ganz so krass insane wie in Silber zugegeben, aber es ist immer noch eine extrem sehr, sehr gute Winrate, Playrate und alles insgesamt einfach. Ne? Das heißt, die Statistiken sprechen schon mal für Jax. Das kann man nicht widerlegen. Wobei man hier fairerweise sagen muss, dass das Jax Jungle ist. Toplane Jax ist nicht ganz so insane, gerade vielleicht auch wegen den Schwächen, die ich angesprochen habe. Ja, aber Tobi, was kann denn Jax jetzt eigentlich so Tolles? Das kann ich dir genau sagen, und zwar fangen wir an mit der Pro-Analyse. Er ist extrem einfach zu spielen, vor allem dadurch, dass er keine Skillshots hat. Skillshots sind zwar manchmal cool, weil du dadurch Möglichkeiten hast, aber du kannst gleichzeitig nichts verfehlen. Extrem einfach, du kannst legit nichts an diesem Champion verkacken. Point and Click, super easy. Dieser Champion hat einen offensiven Dash und gleichzeitig einen defensiven Dash. Das heißt, du kannst mit der Q auf Ward springen, was super geil ist. Auch auf Minions, auf gegnerische Champions und auch auf eigene Champions. GG. Dieser Champion hat CC und gleichzeitig kombiniert in seinem CC Damage Reduction. Damage Reduction ist gut gegen Auto-Attacks, die werden komplett wegnegiert. Und du kannst nicht nur eine Person damit stunnen, sondern im besten Fall sogar 2, 3 oder 100. Ein Champion, von dem dessen Kit wir ja so gerade ein bisschen schon erfahren, hat ebenfalls die Möglichkeit, sich tanky zu machen durch seine Ultimate. Das heißt, er kriegt zusätzliche Rüstung und auch zusätzliche Magieresistenz dazu. Dieser Champion hat die Möglichkeit, magischen Schaden zu verursachen oder auch physischen. Das heißt, als Beispiel, seine W macht Magic Damage, seine Q macht Physical Damage. Der Gegner stackt auf der Lane Rüstung. Gut, dann max ich meinen Magic Spell. Der Gegner stackt Magieresistenz, dann max ich den Physical Spell. Und das ist nicht alles, sondern dieser Champion hat auch AD und AP Scalings. Und jetzt nicht so wie Shyvana AP, sondern wirklich richtig gute Scalings. Das heißt, so ein AP Jax, ja, vielleicht nicht Full AP, aber so Hybrid geht legit klar. Du kannst also gut und gerne mal so ein Gunblade auf Jax bauen. Und dadurch hast du die Möglichkeit, deinem Team so ein bisschen AP Damage zu bringen. Ist nicht der optimale Case, möchte ich zugeben, aber die Möglichkeit ist da. Es gibt viele Champions, wie zum Beispiel Kassadin, die auf dich draufspringen, alle Spells machen und wenn diese dich nicht töten, dann bist du als Kassadin tot. Es gibt aber auch Champions, die halt viel mit Auto-Attacks arbeiten, zum Beispiel Draven, die aber so ein bisschen brauchen. Auto-Attack, Auto-Attack, Auto-Attack. Bei Jax ist es so, er benutzt alle Spells auf dich und dann spammt er Auto-Attacks und dann spammt er wieder Spells. Das heißt, er hat einfach beides. Dementsprechend auch seine Spells haben so unglaublich wenig Cooldown, dass er dir ständig immer und wieder hinterher springen kann. Wir alle kennen die Situation, wenn man als Jax jemanden chased oder von einem gechased wird, der springt immer wieder und irgendwann hat er dich. Und auch seine W ist permanent spambar, das heißt, Damage fehlt diesem Champion in keinster Weise. Tankin ist auch nicht durch seine Ultimate und durch seine E. Du hast auch legit die Möglichkeit, wirklich fast jedes Item auf diesem Champion zu bauen. Wir haben gerade schon gesagt, Gunblade, du kannst Trinity gehen, du kannst Rune King gehen, du kannst Drax gehen, du kannst Frosthammer kaufen, du kannst Full Tank bauen, du kannst sogar das Sunfire Jungle Item kaufen, du kannst eine AP-Machete gehen. Du hast die Möglichkeit, legit, du kannst sogar ein Stundenglas kaufen, wenn du komplett dafür gehen willst. Das ist alles absolut möglich. Wobei man natürlich hier, ja, es gibt Items, die sind halt besser als andere. Split Push, meine Freunde. Wir alle kennen's. Ihr seid in der Mitte mit eurem Team gegen das gegnerische Team und auf einmal seht ihr unten diesen Jax in eurem Inhib Tower. Ne, und was wird passieren? Stellt es euch vor. Kaputt. Genau in diesem Sound geht das Ganze nämlich. Und du kannst da auch nichts gegen machen. Wenn du da hingehst, dann tötet der dich einfach, weil der ist super krass im Duellieren. Im Tower zerpushen ist er auch super krass. Und im Zweifel springt der Champion einfach weg. Meistens ist es ja so, dass Champions, die im Splitbush extrem stark sind, wie zum Beispiel Tryndamere, in Teamfights relativ kacke sind. Ja, Tryndamere, der kann da nicht so wirklich was. Aber bei Jax, ja, es ist ein Champion im Teamfight, wenn du ihn ein bisschen tanky baust, ne, und dann noch die Ult anmachst, super Tank. Er hat Damage Reduction mit seiner E, kann die Gegner CC'en, kann den Gegner hinterher springen, hat unendlich viel Schaden, macht also so lange Schaden, bis alle Gegner tot sind.
was will man mehr? Es gibt einen Begriff für Champions wie diese, den ich verwende. Ja, und zwar unendliche Zahnpastatube. Eine endliche Zahnpastatube ist zum Beispiel LeBlanc. Sie benutzt ihre QVER und dann hat sie nichts mehr. Sie ist leer. Ja, du drückst einmal rauf, alle Spells weg, leer. Bei Jax ist es so, du kannst so viele Spells drücken, wie du möchtest. Q, W, Q, W, E, R. Die Zahnpastatube geht nicht leer. Da kommt immer mehr Damage raus. Ne? Das hat einfach kein Ende. Ist unendlich. Ja, aber Tobi, Champions, die richtig viel unendlichen Damage haben, die kannst du ja meistens wegbursten, weil die am Anfang nicht so viel haben. Ha, richtig lustig. Der hat 3000 AP, hat einen GA am Start und hat auch noch seine Ultimate, die ihm 100 Magie-Distance gibt. Springt auf dich drauf und macht denselben Damage wie ein Burst-Champion. Wenn ihr im Late-Game gegen Jax spielt, dann ist das Game so gut wie verloren. Wenn du overall alles mit reinbringst, er ist vielleicht nicht der Champion mit dem allermeisten Damage. Kog'Maw macht wahrscheinlich mehr. Kog'Maw springst du als Jax aber an und der ist instant tot. Für alle, die jetzt Bock auf Jax bekommen haben, welche Items solltet ihr bauen, meine Freunde? Wichtige Items, gerade auf der Top-Lane, sind Trinity und Titanic. Ja, Waveclear braucht ihr, Trinity ist immer geil. Und danach einfach Full-Tank gehen, dann ist komplett GG. Und im Jungle, meine Freunde, solltet ihr das Tank-Jungle-Item bauen. Ja, das heißt, fangt nicht mit dieser Attack-Speed-Rageblade-Scheiße an, die ist richtig kacke. Baut einfach Trinity, baut das Tank-Jungle-Item. Wenn ihr richtig Damage machen wollt, könnt ihr immer noch einen Rune-King hinterher setzen oder im Zweifel den Gunblade. Aber macht nicht zu viel Damage, denn manchmal ist weniger Damage mehr Damage. Wir kennen das Sprichwort. Und ja, wenn ihr ein Rageblade bauen wollt, könnt ihr das machen, aber es ist wirklich nicht so geil. Aber auch hier bei Jax, du kannst halt alles mögliche auf ihn bauen. Ist absolut euch überlassen. Das war meine eigene Meinung zum allerstärksten Champion in League of Legends. Ich denke, ich habe einige Argumente gebracht. Ihr könnt mir gerne eure Meinung droppen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, auf Wiedersehen. Und tschüss.